Es ist März, ihr Lümmels. Und beim letzten Mal hat es schon richtig Bock gemacht. Wir konnten endlich unseren gesamten Acker komplett umkrempeln. Abmähen, neu einsehen sozusagen, beziehungsweise neu aufbereiten. Das Gras wächst. Die Silage ist im Silo, im Fahrsilo. Und jetzt heißt es düngen. Nachdem jetzt hier mein Gerät komplett auf Hochleistung gepumpt wurde, yo, wird es heute Zeit für den ersten Einsatz. Also rein da in die Karren und wir gucken mal als erstes, welche Aufträge gibt es denn? Irgendeinen Auftrag, der gut ist, aber vielleicht auch nicht so ganz übertrieben. Man muss es ja auch nicht, ne? Wir gucken mal eben rein, was haben wir denn hier? Vielleicht mache ich einfach auch eine ganze Handvoll kleiner Aufträge und lasse die großen sonst noch für den Stream. Gucken wir mal, Feld hier, 73, 79 und sowas alles, sowas mittelgroßes. Wie schnell ist denn sowas erledigt? 73? Ja, das ist doch für den ersten Test mal nicht schlecht. 79? Da fahre ich doch so drüber. Aber 73, das gucke ich mir mal als erstes an. Und wenn das dann Bock macht und wenn das klappt, dann machen wir doch da weiter. Man muss ja nicht sofort alles. Guck mal, 73 ist auch gar nicht so, bringt gar nicht so viel, aber es ist auch jetzt nicht einer von den ganz kleinen Aufträgen. Das ist so ein Mitteldingen. Genau. Wir müssen nichts ausleihen. Ich habe halt alles. Das ist halt mega gut. Richtig gut. 73 Vertrag akzeptieren. Es soll gedüngt werden. Wir haben ja im letzten Video schon alles aufgeladen an Dünger. Das heißt, es sollte ausreichend Dünger da sein. Und was noch viel wichtiger ist, Alter, die gesamte Maschinka hier gepimpt. Guck mal an, Alter, was das jetzt groß geworden ist, das Teil. Und hinten die Auflieger, also die extra Streuer. Ich bin ja jetzt super gespannt, wie sich das jetzt hier bemerkbar macht. Das ist jetzt ein riesen Ding. Alter, das ist ungefähr, naja, nicht direkt doppelt so groß, ne? Aber ich sag mal, der Auflieger hinten, der gesamte, man sieht es gerade so schlecht, der gesamte Kasten hier, diese obere Schiene ist dazu gekommen und eben hinten dieser Streuteller da, der doppelte. Ganz, ganz, ganz krass. So, wir fahren jetzt erstmal ganz schnell dahin. Ich bin mega gespannt, wie es abgeht. Und das ist es. Ja. Das ist es hier. Feld 73. So, jetzt bin ich ja gespannt. Wie breit wird das denn hier angegeben? Ich mach mal, so, automatisch. 30 Meter. Das ist die automatische Breite. Anschalten. Setzen. Okay. Das ist die automatische Breite. Okay, das ist ja nice. Aha, 30 Meter. 30 Meter ist ja krass. Ich muss nochmal neu ansetzen hier. Bei so einer Breite muss ich mich nochmal neu positionieren. So, und jetzt ziehen wir das Ganze natürlich nochmal hier. Wie war das? So war das. Mit Alt. Genau, Bild rauf, runter. Und jetzt ziehen wir das mal schön rüber. Das war gleich hier wunderbar. Zack, genau so. Ausklappen. Hui. Jawollo. Alter. Und jetzt rieselt hier quasi an beide Seiten rieselt es jetzt runter. So, wir gehen rein. Aktivierung. Ich gehe, wo ist das Einschalten? Das war mit B, ne? Genau, anschalten. Stickstoffreferenzwert ändern. Automatische Ausbringung deaktivieren. Da gehe ich gar nicht dran, Alter. Ich bin damit noch nicht so ganz auf dem wie viel und so. Ich baller das jetzt hier raus. So, wir gehen in den automatischen Gang. Wir gehen hier rein in den Anschalter und er legt los. Alter Falter. Und ja, Mann, das ist natürlich cool, ne? Das ist natürlich sexy. Einmal drüber fahren. Alles, guck mal, wie das aussieht, Alter. Müsste man das nicht sogar noch anders? Das ist ja trotzdem hier extrem doppelt. Kann man da nicht den Winkel nochmal ändern? Das ist ja trotzdem noch extrem doppelt in der Mitte, ne? Da
Aber vielleicht ist es auch notwendig. Aber es ist natürlich schon krass, ne? 30 Meter. Ich habe hier im Hintergrund den Monitor, die Map ja auch noch, wie da jetzt der Streifen einfach langgezogen wird. Das ist schon heftig. Vielleicht reicht auch gleich die zweite Tour. Ich mache gleich sofort Stopp. So. Und dann fahren wir jetzt die zweite. Stopp. Aktivieren. Zack. Und vielleicht reicht das ja auch schon. So. Und es zieht sich schön durch. Hervorragend. Das macht natürlich Bock, ne? Ja, und damit sind natürlich dann Düngeaufträge sind ja gar kein Thema mehr. Mal eben düngen ist ja einfach zu krass. Vielleicht baller ich die gleich einfach mal eben durch. Mach mal eben die ganzen kleinen Felder. Zack, 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 zack. Und dann machen wir irgendwas, was ein bisschen komplexer ist und ein bisschen zeitaufwendiger. Machen wir vielleicht dann nochmal im Livestream. Vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen Aufgaben. Aber das hier ist ja ein Klacks. So, wir haben noch 9200 Liter Dünger. Muss bloß darauf achten, dass gleich... So, stopp. Ja, und jetzt muss ich natürlich sagen, also ich weiß gar nicht, wie ich es mache. Theoretisch könnte ich da jetzt am besten ja quer reingehen. Ne? Weil ich ja jetzt an für sich viel zu breit bin. Warte mal, machen wir hier einen großen Bogen. Viel zu breit jetzt von der Ausgabefläche bin, wenn ich jetzt hier lang fahre. Ich versuche mal ein bisschen quer lang zu fahren und vielleicht, guck mal, sind bei 86%. Vielleicht reicht es ja gleich schon. So, dann gehen wir hier einmal rüber. Dann dünge ich jetzt hier nochmal eben quer. So. Zack. Dann machen wir die andere Seite auch nochmal. So, einfach nur so ein bisschen hier. Ich muss ja nicht, ich brauche ja keine 100%. Jawohl. Einmal wollte er nicht so direkt. So. Alter, 30 Meter ist ja krass, ey. So. Dann muss ich hier nicht die gesamte Fläche einmal entlang. Das wird ja alles mehrfach gedüngt. Wäre ja viel zu viel. Und wie viel Prozent? Wir haben 97%. So, jetzt machen wir das noch einmal. Maximal zweimal, dann haben wir es doch hier. Na? Na? Na komm. Abgeschlossen. Feld 73. Die erste große, glorreiche Düngung. Alter. Mit dem riesen Apparillo. Das ist schon nice. Und damit macht das Düngen dann natürlich auch richtig Bock und es geht ratzfatz. Das ist richtig, richtig cool. Tipptopp. So, Auftrag erledigt. Ich gucke direkt weiter. Feld 68. Feld 68. Das muss doch ein großes sein. Guck mal hier unten. Das mache ich auch. Leute, ich nehme die jetzt mal eben alle an. Ich nehme die jetzt mal eben alle an. Das ist ja ein Klacks. Ich gucke aber nochmal eben durch. Ist das alles Düngen? Ja, steht einfach nur... Nee, da ist schon wieder Pflügen. Okay, also wir machen heute den Dünger hier. Düngen. Düngen. Die ganzen kleinen, die mittelgroßen. 44, 45, 68, 79. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der 9. Auftrag ist schon abgeschlossen. Das ist richtig, richtig krass. Schnell zum nächsten Auftrag. Ich muss natürlich jetzt Gas geben. So, direkt Vollgas hier. Das ist das nächste Feld. Bin ich überhaupt richtig? Ja. 79. Ich mache da gar nicht lang mit. Direkt rüberbrettern hier. Hätte ich gar nicht so viel gemusst, oder? Hätte ich mich vielleicht doch noch ein bisschen besser positionieren müssen. Aber ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus. Nochmal wieder zurück.
fällt. Ja. Ich mache sogar 78 aus Versehen schon mit. Muss ich gar nicht. Ich muss bloß darauf achten, wann fertig ist. Es muss doch schon fertig sein. Da, 79. Abgeschlossen. Okay. Weiter gucken auf der Map. Weiter gucken. Hier ist nichts mehr in der Region. Dann fahren wir jetzt hier rüber unten lang bis zu 68. Dann geht es hier hoch auf die 39. Dann machen wir die beiden Lütten hier. Und dann muss ich weiter suchen. Erstmal jetzt das Große. Okay, 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 okay. Wie fangen wir an? Wir fangen an. Wir fangen da oben an. Ja. Von der Breite müssen wir wieder ein bisschen korrigieren. Wir müssen da so rüber. Ja, ich glaube, so passt's. Dann gehen wir da rein. Ich gehe in den Automodus hier. Zack, zack, zack. Und wir ziehen jetzt hier schön locker durch. So. Das sieht alles ganz vernünftig aus. Passt das hier am Rand? Es bleibt ein Fitzel. Nee, noch nicht mal. Minimal bleibt vielleicht mal ab und zu ein bisschen was stehen. Aber das sieht richtig gut aus. Leute, das macht Bock. Das ist mal Düngen auf einem ganz, ganz, ganz anderen Level. Geschlossen. Feld 68. Wir haben natürlich jetzt hier noch einen Riesenstreifen, der nicht gedüngt ist. Aber für den Auftrag haben wir das erledigt. Und jetzt geht es erstmal an die ganzen kleineren Felder. Die machen wir mal eben ratzfatz fertig. Und danach zum Schluss nochmal eins von den größeren. Und dann gucken wir, wie viel da an Cash bei rumkommt. Ey, ich sage euch, das ist ja der absolute Hammer, ne? Das ist ja der absolute Hammer. Das ist ja, das hat ja, das ist ja, das ist ja nur noch, das ist ja ein Cash Grab. Das ist ja nur noch mal eben schnell über die Felder brettern. Bei manchen ist es tatsächlich so, dass du dir denkst, nanu, ich bin doch hier schon lange, da ist doch kaum noch Fläche frei, also nicht gedüngt. Und dann sind es irgendwie noch 2% und dann bei anderen bist du halt ratzfatz fertig. Aber bei den meisten kleinen Feldern bin ich jetzt zweimal drüber gefahren. Einmal hin, einmal zurück und es war fertig. Das ist ja ein Träumchen, ist das ja. Und gerade auch hier mit dieser Erweiterung, mit diesem wirklich breiten, dieser breiten Spanne. Dankeschön auch nochmal für den Tipp. Unter dem letzten oder vorletzten Video war es, glaube ich, auf YouTube. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn ich da jetzt ja einiges an Cash für zahlen musste. Ich habe es tatsächlich gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Was waren es? 10.000? 19.000? Es hat also ein bisschen was gekostet. Aber die Kohlen kommen natürlich jetzt rein. Wenn ich jetzt sehe, wie schnell das hier geht, das ist ja ein Witz. Also wirklich ein Witz. Also das kann man ja mal, das muss man ja regelrecht machen. Kommt die Bahn? Nope, nichts zu sehen. Ich kann auch mal eben
hier lang, hier quer rüber fahren. Dann habe ich gleich nicht das Problem, wenn vielleicht da doch gleich mal die Bahn kommt. Also, das ist ja wirklich der Hammer. Das hat sich auf jeden Fall ganz krass gelohnt. Einfach mal hier schön drüber brettern. So, jetzt machen wir den hier mal eben. Ja, das sieht auch gut aus. Und bleiben wir mal eben hier schön auf der Spur. Und dann habe ich das gleich hier am Ende nicht so schwierig mit dem Wenden. Passt genau, jawollo. Hammerhart, Alter. Das ist richtig, richtig cool. Das macht dann natürlich auch richtig Bock, wenn man mit solchen großen Maschinen dann hier fahren kann sozusagen und so viel Menge auf einmal hier wegmachen kann. So, ich mache jetzt hier ja die vorgegebene Bahn noch weiterhin. Und es kann sein, dass dieser kleine Streifen am Rand übrig bleibt und dass ich den tatsächlich auch gar nicht mehr machen muss. Das heißt, ich mache jetzt einmal noch hin und zurück und vielleicht nochmal zurück und dann passt das wieder. So, die letzten Prozente jetzt hier von diesem Acker. Nein, nicht mehr die letzten Prozente. Hoppala, tatsächlich abgeschlossen das Ganze. Feld 39 auch erledigt. So, wir machen mal ein bisschen Platz. Das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abgeschlossene Aufträge. Das ist der Hammer. Und da würde ich sagen, nicht so schlecht. Also das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Wir brettern zurück. Ich gebe ich gebe alles ab. Nee, das ist ja alles meins. Ich fahre zurück in die Base und dann machen wir mal Zahltag und gucken, was dabei rumgekommen ist. So, erstmal machen wir das Ding nochmal sauber, oder? Wahrscheinlich muss man das ein bisschen spritzen. Vielleicht auch gar... Ja, doch, ist einigermaßen dreckig geworden. Beim übern Acker fahren. So, das Teil wahrscheinlich auch. Und er hat auf jeden Fall schon wieder ein bisschen gelitten, ne? Also das hatte ich auch gemerkt. Der ist schon ordentlich verschlissen und dazu kommt natürlich, dass ich demnächst auch mal tanken muss und so Sachen. Also ich glaube, das nächste Mal muss ich mich auch mal ein bisschen hier um die Fahrzeuge kümmern, dass die dann wieder mal ein bisschen einigermaßen fit sind. So, wir haben das Teil hier fertig. Wir haben jetzt einen Verbrauch. Wir haben ungefähr 3000 Liter, kann das sein? Ja, ich glaube schon, ne? Ungefähr 3000 Liter an Düngerverbrauch. Das ist gar nicht so wenig, aber es geht, würde ich sagen. Es ist soweit okay. Dazu muss man ja bedenken, also das ist jetzt quasi ja Abzug, das ist ja Minus. Denn den Dünger muss ich ja selber kaufen für diese ganzen Aufträge. Ist natürlich ein bisschen eigenartig, aber so ist es nochmal. Ja, also, wie sieht es aus? Hier sind die Aufträge. Wir haben 100, 1000 und 500. Machen wir mal glatt. 100, 1000, 500 auf der Tasche. Abgeben war hier mit Leerzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 26.000. 25.500. 25.500. Ja, es ist ein bisschen Gurkerei gewesen, gerade mit den kleinen Feldern. Aber trotz allem richtig viel Cash. 126.000 ist schon wirklich gut. Und ich spare noch weiter. Ich spare noch weiter. Mich interessiert natürlich, ob ich später noch irgendwas brauche. Brauche ich vielleicht doch nochmal eine Walze?
kann ich das so weiter jetzt hier fortführen, wie das hier gerade mit dem Rasen ist? Gönne ich mir vielleicht doch zwischendurch, je nachdem, wenn jetzt nochmal gute Aufträge reinkommen, gönne ich mir dann vielleicht doch zwischendurch einfach nochmal ein anderes Feld und fange dann an, zwei Felder gleichzeitig zu beackern. Beziehungsweise, wie ja beim letzten Mal schon, da ist ja wirklich alles schief gegangen oder so einigermaßen viel, dass ich dann das hier voll mache mit, ja, vielleicht sogar mit dem Silo nochmal oder eben hier mit den Gewächshäusern und dann das hier komplett als Wiese lasse, weil das ist einfach so schön quadratisch, ne? Hier könnte ich dann auch irgendwann einfach einen, so sieht man es besser, einen Helfer mal eben drüber fahren lassen. Zack, 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 quadratisch eben abgemäht. Quadratisch auch wieder schön gewalzt oder was. Und dann ist das alles fertig. Das Teil hier mit den komischen Appenecken, Alter, mit solchen komischen Appenecken geht das nicht mal in der Waldorfschule durch. Also das ist ja ganz, ganz, ganz wild. Nee, also da muss ich echt nochmal gucken. Also wenn dann hier einfach, guck mal, wenn dann hier einfach schön die Reihen mit den Gewächshäusern stehen, wäre das halt auch nicht schlecht. Oder ich mache das nochmal ganz anders. Die kommen hier weg, werden nochmal verkauft, ist zwar nicht so geil, weil kostet halt Geld. Und ich mache die hier so quer. Zack, eine Reihe, zwei Reihen vielleicht Gewächshäuser. Und dann habe ich hier vielleicht noch ein bisschen Platz für andere Sachen. Ich muss nochmal gucken, weil so wie es jetzt gerade ist, oder hierhin, so wie es jetzt gerade ist, ist es ein bisschen uncool. Ich könnte die auch so machen, so wie das Silo hier ist. Und dann mache ich, weil die Abstände, die natzen mich natürlich auch. Ich meine, ich habe die jetzt gerade auf Direktverkauf stehen, aber irgendwann hätte ich die ja auch gerne, dass die vielleicht dann in meine Silos einliefern und ich dann gezielt zu einer gewissen Jahreszeit die dann speziell verkaufe. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich das mache. Ich weiß es noch nicht. Aber es wäre, glaube ich, ein bisschen schicker, wenn die jetzt nicht so komisch schräg hier stehen. Und ich würde das dann hier in einer Reihe haben oder zwei Reihen. Und dann könnte ich dahinter noch was machen. Na, mal gucken. Hier so ein großes Silo hin, wo man dann alles irgendwie an Gütern rein und rausholt. Dann haben wir hier erstmal noch die Wiese. Und dann hier vielleicht irgendwann auch nochmal schön quadratisch. Oder ich hole mir das als Wiese. Jo. Und dann machen wir hier die ganze Fischzucht hin. Was kostet das? Ich muss mal eben gucken. Was kostet das Feld da unten? Land, wo sind wir? Oh, das ist doch gar nicht so teuer bestimmt, oder? Ich kann das jetzt schon kaufen. 114.000. 114.000. Ich kaufe es jetzt aber noch nicht. Aber es ist gut zu wissen. Dann wird das hier das große Silagefeld sozusagen für den Anfang. Schritt für Schritt. Hier kommt die Fischzucht drauf. Hier kommt weiter Gewächshäuser und Co. Oh, krass. Oh, jetzt habe ich ja schon noch mehr Bock, Alter. Was ist hier gerade drauf? Weizen ist hier gerade drauf. Stufe 4 von 7. Ja, ist soweit okay. Das hat ja alles noch ein bisschen Zeit. Erstmal geht es in Richtung weiterer Maschinen. Wir haben 75.000 für den Schmetterlingsmähdrescher, Schmetterlingsrasenmäher oder so, von der Firma Pöttinger. Das Pendant zu diesem Gerät. Also das Rückenteil sozusagen. Und ja, die Fast Bale muss natürlich auch noch mit dazu, damit wir schön Ballen pressen können. Und dann geht es rund. Und jetzt bin ich mir noch nicht so sicher. Schließe ich den Monat ab und ich bin im April? Wahrscheinlich schon. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach. Ich gehe in den nächsten Monat. Zack. Oh, schön früh aufstehen um 7. Und dann gucken wir mal, gibt es neue Aufträge? Was gibt es für Aufträge? Und die machen wir dann im nächsten Livestream. Ne? Klingt doch nach dem Deal. Und dann haben wir da schön ein bisschen was zu tun wieder im Livestream. Wir machen das, was am nervigsten ist, was am schwierigsten ist, was am komplexesten ist. Oha, Regenwetter.
Und ja, dann sieht das doch alles wieder richtig gut aus. Dann haben wir da ein bisschen was zu ackern. Wir haben 132.000. Alter, es macht schon Bock, ne? Es macht schon Bock. Wie sieht das jetzt hier aus? Stufe 2. Nächste Stufe können wir ernten. Das ist tipptopp. Das heißt, im nächsten Monat können wir hier schon wieder Silage ernten. Und im Idealfall ist im nächsten Monat... große Nachfrage bei Farmers Market. Ah, jetzt sehe ich es, oder? Ich sehe das Ding nicht. Wo ist das Silo? Da, da, da. Precision Farming ist da unten. Aber ich sehe das... Alter, sind die... Feldinfo. Sind die verbuggt? Muss ich hier mit dem Bagger reinfahren? Ich sehe die Silage nicht. Aber ich kann es auch noch nicht abdecken. Da. Nee. Feld gehört dir. Danke. Muss gepflügt werden. Nee. Lass das mal nach mit dem Pflügen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Die Wiese wächst. Alles ist tutti, ja. Ja. Ich denke, nächsten Monat wird das fertig sein. Wir gucken jetzt nochmal eben schnell in die Aufträge und dann haben wir es, ne? Dann haben wir es doch. Ballen pressen. Es geht schon los, Leute. Es geht schon wieder los. Hinzufügen. Alles, was es so gibt. Alles mitnehmen. So. Ballen, Press, Aufträge. Das sind Silageballen. Siehst du? Und jetzt wäre ich schon gut bedient mit dem Komplettset, Alter. Aber es sind eben, ich meine, 185.000, wenn mich nicht alles täuscht. Und die kriegen wir nicht so schnell zusammen. Aber ich könnte nochmal düngen. Und oh boy. Okay, das ist ja komplett übertrieben. Das ist ja komplett drüber. Ich werde auf jeden Fall nochmal weiter düngen. Und wenn das mit dem Düngen fertig ist, gehen wir in die Silageaufträge. Guck mal, hier Unkraut bekämpfen könnte man auch noch machen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dafür, nee, mit dem Striegel und so Sachen, pflügen auch nicht. Aber das mit dem ganzen Düngen muss ich alles mitnehmen. Das ist einfach zu krass. Die ganzen Kohlen nehme ich mit. Ja, und das andere, ja, Ballenpressen machen wir dann schön im Stream. So viel dazu erstmal. Wir sind, glaube ich, auf einem hier sehr, sehr, sehr guten Weg. Auch wenn das für mich alles noch so ein bisschen holperig ist. Aber mit dem Einkauf der nächsten Maschinen, dann lübt es richtig. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags gibt es immer RF4. Also da wird immer schön geangelt. Und Dienstags, Donnerstags und Sonntags wird erstmal ein bisschen geangelt. Und danach gehen wir immer schön rein in den LS22. Und dann irgendwann natürlich auch in den LS25. Bis zum nächsten Mal im Livestream oder auf YouTube.